herzlich willkommen zu einem neuen Action Haul. Ja, ich war wieder in unser aller Lieblingsladen und habe einiges mitgenommen diesmal, aber tatsächlich auch einiges für den Garten, was ich euch nicht vorenthalten will, weil ich das unschlagbar günstig fand. Ich habe hier nämlich für den Garten so eine Holzstecke mitgenommen. Das ist ja klar, jeder, der einen Garten hat, hat eigentlich auch ein Holz oder irgendwas, aber das ist halt wirklich für 50 Stück. Und ja, meine Katze rennt durchs Bild, sorry. 50 Stück und 1 Euro, glaube ich, waren die. Und man kann die auch ganz toll zum Basteln verwenden. Also da fällt mir bestimmt auch noch ein Osterkörbchen oder sowas ein, was man draus basteln kann. Und deswegen habe ich die aus der Gartenabteilung mitgenommen. Genauso wie, das hier ist jetzt wirklich für den Garten. Kabelbinder, genau. Die habe ich mitgenommen. Hier finde ich auch immer eine schöne Ostergeschenkidee. Haarklammern und dann macht man hier kleine Flügel ran und hat Schmetterlinge selber gemacht. Finde ich eine sehr schöne Idee. Seht ihr demnächst bei mir in meinen Bastelvideos, weil das mache ich als Ostergeschenk. Und ja, Thema Ostern habe ich dann auch mitgenommen, diese süßen Dinger hier. Also letztes Jahr gab es ja auch schon Osterhasen und so Stickerchen direkt für Ostern. Und dieses Jahr gab es die hier und meines Erachtens sind das andere wie letztes Jahr. Bin mir jetzt aber auch nicht 100% sicher, aber auf alle Fälle habe ich die vom letzten Jahr auch fast aufgebraucht. Deswegen durften die hier mit. Gucken wir mal, wir haben hier ein Küken, ein Hasi in grün. Achso, es sind auch unterschiedliche Küken. Aha, aha, aha. So, und das war's schon? Nee. 4 Motive nur? Kann natürlich sein. Will ich gar nicht. Ach nee, guck mal, da ist was. Da ist noch ein Osterkörbchen. Und gibt es auch wieder Osterkörbchen in 2 Formen? Ach komm, packen wir mal aus. Kann gleich sein, dass ich das Video kurz unterbrechen muss, um dieses Chaos hier wieder wegzuräumen. Aber ich wollte halt gucken. Nee, gibt es wirklich nur das. Also diese 5 Motive. Häschen grün, Häschen beige, Kükengrün, Kükenlila und ein Körbchen in gelb. Na gut, sind aber trotzdem sehr schön. Kann man tolle Sachen draus basteln. Zum Beispiel direkt hier drauf so ein Küken. Und schon hat man links und rechts eine Kükenklammer oder ein Hasi. Und hat eine Hasenklammer. Ne? Also so schnell kann man so ein kleines Präsentchen machen. Ja, finde ich ganz niedlich. So, ich drücke mal kurz Video auf Pause und räume mal die Sticker wieder weg. Moment. Ja, lang lebe die Fototechnik. Jetzt konntet ihr das Aufräumen überspulen. So, was habe ich denn noch Schönes gemacht? Ja, ich möchte ja Serviettentechnik machen. Und habe mir dafür Servietten mitgenommen. Und hier war noch mehr. Die ich sehr schön fand. Ob man damit Serviettentechnik machen kann oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber auf alle Fälle habe ich jetzt schon mal diese hübschen Servietten. Und bin total gespannt drauf, wie ich die verarbeite. Ich habe jetzt auch schon fleißig Gläser gesammelt. Und ja, freue mich da schon drauf, das mal auszuprobieren. Wenn ihr da schon mal Tipps und Tricks für mich habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Bin ja da ganz, ganz neugierig. So, die durften auf alle Fälle mit, weil die echt süß waren. Dann, ja, das hier habe ich mir mitgenommen, weil das kann man irgendwie immer gebrauchen, wenn man Geschenke macht. Also ich habe ja zum Beispiel auch mal so einen Heißluftballon gemacht. Ich verlinke das mal oben in die Ecke des Videos. Und in diesen Heißluftballon, damit halt, also in dieses Körbchen, damit man die Geschenke schöner sieht, hätte man auch so ein Füllzeugs machen können. Hatte ich damals aber nicht. Und deswegen habe ich mir das mitgenommen, auch wenn ich jetzt nicht direkt unbedingt Osterkörbchen jetzt basteln möchte, aber das fand ich halt super dafür, um das damit zu füllen. Wenn ihr noch andere Ideen habt, was man damit machen kann, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin dafür alle möglichen Schandtaten eigentlich offen. So, ja, dann habe ich für mein Kostüm, ich mache ja ein Zelda-Cosplay und da habe ich brauche ich so eine Bänder. Da habe ich mir diese Bänder diesmal mitgenommen und ja, ich fand die auch sehr schön, weil die kann man auch prima für Scrapbooks nehmen, für meine Bücher und so. Also da mache ich nichts falsch, wenn man sowas mitnimmt, auch wenn ich schon viele habe, aber so rein weiß hatte ich halt nicht. Und ich fand halt das mit dem Glitzer so schön. Ja,
Deswegen durften die mit. Dann. Ah ja. Goldspray. Mal gucken, ob ich es benutze. Ich möchte eigentlich mein Schwert. Ich habe das jetzt schon mit dem 3D-Drucker von meinem Mann. Habe ich jetzt schon das gedruckt. Und mal gucken, ob ich das in Gold lasse oder ob ich das nochmal übersprühe. Aber ich habe einen Lack auf alle Fälle geholt, weil ich mache auch ganz gerne mal so verschiedenste Sachen. Also das kennt ihr vielleicht, so eine Leinwände, dann klebt ihr Alltagsgegenstände drauf, sprüht es mit Gold ein und dann sieht das total toll aus. Also dafür eignet sich das Spray super. Ja, und dann habe ich noch Heißkleber mitgenommen. Ich hoffe, der ist gut und passt in die Klebepistole. Hatte ja neulich welchen, der hat nicht reingepasst. Da habe ich mich geärgert. Ja, und dann eine Sache durfte noch mit. Dasselbe hatte ich ja mal von Halloween schon mitgenommen. Und ich glaube, ich habe die sogar schon einmal mitgenommen in meinem letzten Osterhaul. Finde die aber so süß, dass ich die jetzt meiner Schwiegermama schenken will. Wenn ich sie schon habe. Ansonsten behalte ich sie natürlich selber. Ja, fand ich ganz niedlich. Da ist ein Lamm dabei, ein Osterkörbchen, Osterhase und Küken. Also das scheint so deren diesjähriges Ostertier zu sein. Dass sie da dieselben Figuren für verschiedenste Sachen nehmen. Aber so soll es ja auch sein. Und ja, nee, da habe ich das noch mitgenommen. Weil ich das echt super süß fand. Ja, und das war es jetzt eigentlich schon wieder. Deswegen ein kleiner Mini-Action-Haul, sehr Osternlastig. Aber ich finde, gerade jetzt, wo es wieder so richtig schön draußen wird, mag man auch mit bunten Sachen arbeiten. Ich habe ja noch die Stempel. Die kommen natürlich jetzt noch. Hier habt ihr die Stempel. Zu Hause konnte ich ja direkt gucken. Also diese Stempelsets sind neu. Aber es sind viele Stempel bei, die es schon in anderen Sets gab. Von daher, wer da noch nicht hat, kann da jetzt zuschlagen. Ja, und jetzt wünsche ich euch aber wirklich alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye!